Gut, irgendwie war es schlecht, dass ich auch noch die mit angelockt habe, hä? Ja, die stehen jetzt alle darum. Und Baal kriegt einen alleine nicht platt. Nee. Ob mir da Frieden und Beute viel helfen? Ja, ich brauche halt irgendwie jetzt Rohstoffe. Ich komme da hinten irgendwo hin. Ich kann mich da oben nicht hinporten. Das ist doof. So, Sukubi. Ob ich den Archivisten töten kann, bevor... die Baal töten? Ja, sieht so aus. So, dann Baal wieder weg. Dann am besten die Klerikerin. Noch eine Sukubi, bitte. So. Hey, die haben sich zurückgezogen. Vielleicht kriege ich den da alleine. Den Beschützer, ohne dass die anderen sich einmischen. Ja, Tatsache. Genau, bald prügel den Tod. Ich helfe mal ein bisschen nach. Genau. Als nächstes die Klerikerin und da sind die beiden Krieger Peanuts. Gut. So, Kleriker. Nicht auf den Krieger, auf den Kleriker. Blitzen wir mal ein bisschen nach. So, euch schicke ich zum Training. Wir brauchen nämlich dringend neue Vorräte. So, und gegen die beiden kommt Baal klar. Und ja, mitten in der Schlacht Kreaturen zu rufen. Also Arbeiter. Ist zwar komisch. Aber hey. Baal hat's drauf, yay. So. Achso, die wollen die Materialien nach da oben bringen, können es aber nicht. So. Gut, damit ist das Problem jetzt auch endlich erledigt. So, wir brauchen dann Arbeiter endlich mal. Oh, und wir haben jetzt genug, um unsere Schmiede freizuschalten. Und am besten auch gleich die Rüstungen für die Schmiede. Schmiede oder Werkstatt, wie das Ding heißt. Können wir da so nicht dran setzen, wie ich es gehofft hatte? Nee. Da muss es eben... Können wir die da oben dran setzen? Nein, können wir nicht. Okay, dann muss die Schmiede eben so hingepflanzt werden. So. Gut. Ihr seid alle Level 2. Dann kriegt ihr jetzt mal ein Opfer. Mit denen will ich mich noch nicht anlegen. Erstmal mit denen hier. Die sind besser zu töten. So. Gut, ihr geht wieder Materialien beschaffen. Dafür brauchen wir nämlich jetzt wieder welche.
Da kann ich mich schon mal durchboxen. So. Dann können wir hier nämlich, glaube ich, da den Kult hinsetzen. So, das Gebäude besetzen. Neue Einheit. Waffenverbesserung auch gleich mal holen. So. Oh, und den Pizzraum besetzen. Gut. Da sind keine Helden im Weg. Hier ist noch eine ganze Menge im Weg. Ich könnte mich von hier nach hier durchgraben. So. Einmal rings außen rum. Ich hab eh das Arcanum. Das kann da oben dann hin. Heroes are entering your dungeon. Ball, Einsatz. Töten wir sie alle. Habe ich schon eine Sukubi verloren? Nein, jetzt habe ich eine verloren. Ärgerlich, aber was soll's. So. Dann kann die halt durch einen Oculus ersetzt werden. Das erste, der Kult. Ja, wie ich sagte, der kann dahin. So. Und hier können wir dann auch noch reingraben. Sehr gut, dann haben wir jetzt dann Zugang zu besseren Einheiten. So, Oculi. Okay, wenn wir Einheiten aus dem Squad entfernen. Ja. Ein Oculi. Wir haben keinen Arbeiter mehr, der da oben arbeiten kann. Du bist gerade frei, oder? Ja. Gut. Wie wollte ich jetzt weitermachen? Ein Oculi beschwören. Dann beschwören wir hier oben Skelette. Und Kobolde. Ja, die schön billig sind. So. Oculi, Skelett, Skelett. Jetzt noch Kobolde. So, noch ein Kobold. So. Schicken wir beide Truppen nach und nach trainieren. Wenn beide trainiert sind. Wow, wir haben viele Punkte. Sehr gut. Könnte ich jetzt Höllenhunde freischalten? Will ich das? Ja, das will ich. Höllenhunde sind nicht schlecht. Und als nächstes dann das Arcanum. So. Balis hier oben. Demonum Explosio. Dann opfert mal dem Trupp. So. 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 Geben wir denen gleich mal Rüstungen aus. Und denen auch am besten mal Rüstungen ausgeben. So, für dich brauche ich auch noch einen. Und wir haben genug für das Arcanum. Arcanium. Pilze umwandeln in Baumaterialien. Oder in Materialien allgemein. So. Dann kann hier mal durchgebrochen werden. So, und die da sind für die Folterkammer. Die gehen definitiv etwas einfacher zu töten.
Sehr gut. Noch zwei Helden zur Folterung. Wie viele habe ich denn schon? Ah ja, genau die Hälfte. Können die beiden noch gefoltert werden? So, und jetzt, da der Pilzraum endlich läuft, kriegen wir auch Rohstoffe. Das war echt ein haariger Anfang, aber echt. Also, du kannst auch noch eine Rüstung haben, dass du die schon mal anhast. Gut. Hau ich die für Materialien platt? Die da kann ich foltern, den Rest kann ich für Materialien platt hauen. Und die da kann ich auch noch foltern, dann sind wir... Obwohl, ich habe ja jetzt schon zwei zum Foltern. Ja, dann bin ich bei 7 und die 3 und den Rest hau ich für Materialien um. So, da wird schon kräftig durchgehauen durch den Gang. Jo. Dann kann ich auch von hier aus nach da oben buddeln. Da muss ich noch das hier alles leer machen, bevor wir uns auf ins Schloss machen können. So, ich habe zwei Punkte, die will ich für gar nichts verschwenden im Augenblick. Im Augenblick will ich den, hätte ich nämlich gerne erstmal den Dunkelzwerg, dass ich einen starken Nahkämpfer habe. Le Tank. I feel the need. Ja, das ist echt ein langer Weg zum Buddeln. Dadurch kriege ich vielleicht mal das Graben. Die ist hier. Überfälle fehlt noch einer. Räume kriegen wir ja nicht zusammen, haben wir gesagt. So. Na, mach mal den Durchbruch. Life. What's the point anyway? So, erstmal dich weg. Und dann die da weg. Oh, da ist noch der Stufe 2 Krieger. Dazwischen. So. Gut, geschafft. Ah, ich kann wieder Materialien umwandeln. Beziehungsweise Pilze umwandeln. Und kann dann bei einem Succubi mal bessere Waffen verpassen. So. Du besorgst mir noch mehr Imps zum Schaffen. Da liegt ein Held. Da liegt Material. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt um die Ecke, kloppen die drei noch weg für noch mehr Materialien. Dann öffnen wir die Kiste für Gold. Weil bevor ich mich mit den anderen Helden da oben noch anlege, die es noch hier im Dungeon gibt, hätte ich gerne erstmal den dritten Squad. Das heißt erstmal Gold. Und die Kiste hier sieht so aus, als ob es eine Kiste mit einem Feuermagier drin ist und 10 Goldmünzen. Oder 10 Schätzen. Okay, mit dem Feuermagier hatte ich schon mal recht. Und damit den 10 Schätzen. So, Baal erstmal hier hin. Und meine Leute kann ich mal rumschicken. Trupp 1 sammelt hier Material, Trupp 2 sammelt hier Schätze. Gut. Na gut, da liegen noch Materialien rum. Heroes are entering your dungeon. Sag bloß, ich bin überlastet. Jedenfalls werden hier mal zur Abwechslung 5 angezeigt. Ah, die letzte Succubi hilft mit, Materialien zu besorgen. So. Hier haben wir auf jeden Fall noch Platz für ein Vorratslager und hier irgendwo für die zwei Schatzkammern.